Rauscht. Hey! Frisch am Tisch. Ist da noch jemand da im TS? Grob motivierter Hinderk. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Was bedeutet das? Weiß ich auch nicht. Nee, weißt du nicht? Alle weg oder was? Fuck! Schon. Normalerweise wohl. So, jetzt wollen wir entspannen. Hagi sagt, yay! Und Hagi war kurz weg. Damit hat der Hinderk Erfahrung mit kurz weg. Kurz weg. Ich habe mir Brote gemacht. Das ist ja jetzt bevor Nachmittag und ich hatte noch keinen Mittag und Die 100 Kalorien müssen ja wieder drauf. Na komm, let op hier. Mit Gurke und Tomate. Weil wir so viele Zutaten für Dürrem-Action haben. Heute Abend gibt es dann nochmal Dürrem. Selfmade Dürrem. Oh. Der Rest spielt eher active, weil die ein schlechtes Gewissen haben. Man isst nicht mit offenem Mund. Man isst nicht mit offenem Mund. Lecker Gurke. Ja, ich habe lange überlegt, was wir jetzt machen. Und ich weiß es immer noch nicht. Nein, ich habe natürlich einen Plan. Masterplan. Masterplan. Und ich würde mal sagen, ich muss was trinken. So, es war ja bisher jetzt sehr aufregend hier. Wie viel Zeit habe ich denn noch, bis die Familie wieder aufschlägt? Was kann man hier noch alles... Das ist Wasser. Kaltes, klares Wasser. In den anderen Live-Shows gab es kein Essen. Was bedeutet das? Kevin, warum bist du darüber not amused? Die allererste, die Bye Bye Volume A, da habe ich am Anfang auch Gurken-Tomatensalat gegessen. Zickst. Und in der B habe ich Bier getrunken. Malzbier. Weil B. Und weil das die E ist, gibt's hier Brot. Moment. Irgendwas stimmt da nicht. So, dann wollen wir mal. Okay, dann schauen wir mal, was hier die Wii so hergibt. Ich bin übrigens auch wieder da. Hallo, Bersi! Welcome back in town. Jo, muss mir kurz Koffer packen. Koffer packen? Ah ja, geht's auf Ryzen, ne, morgen. Heute. Heute schon? Wow. Wann denn? Wegen deiner Live-Show habe ich das Ganze mal 2 Stunden nach hinten vertragen. Um 18:51 geht mein Zug. Ach, du bist nett. Das ist ja klasse. Muss ich mich heranhalten? So, wir sind auf meiner US-Wii. Die hat auch Ton. Sollte sie haben. Boah, sie hat sowas Revolutionäres wie Ton. Ich muss die Uhrzeit umstellen. Irgendwie stimmt die nicht. Diese Batterieuhrzeiten, die sind aus der Hölle. Die hat schon 17 Uhr. Das tut ja weh, wenn man das sieht. Guck mal, Language. Stellen wir doch mal auf Deutsch. Oh, geht nicht. Country. Und da gibt's aber... Aruba. Cayman-Inseln. Grenada, Guatemala, Guyana. Wo ist denn Deutschland? Grenada, Guatemala. Lol. Da sind nur die Länder drin, die das NTSC-Format haben. Fail. Kalender. Time. Cracky, was ist das für ein Delete After Watching Video Channel? Fragte Kroko. Delete After Watching. Kroko fand. Wie Delete After Watching? Achso, das ist hier. Sollen wir mal angucken? Kann ich noch ein bisschen Brot. Das ist das Get Connected Video. Das gucken wir uns jetzt an. Dann kann ich noch ein bisschen essen. Weil, wie gesagt. Außer 2 Brötchen gab es heute noch nichts. Ich weiß, es tut mir nicht weh, aber trotzdem, ich habe Hunger. E.T. Did you know you can connect your Wii console to the internet?
Here are just a few of the many things that the internet can bring to Wii. Once your console is connected to the internet, you can start using the channels that are already lined up on the Wii menu for free. With the internet channel, the web comes to your TV. The Nintendo channel is an interactive guide to games and other products for your Wii and Nintendo DS systems. Watch a variety of videos like trailers and special features. The Nintendo channel can also send DS game demos straight to your Nintendo DS, so you can try new games right away. Das habe ich, glaube ich, zweimal benutzt. The forecast channel shows you weather from your local region. 64 Grad Celsius. Ja, genau. And the news channel has the latest news from around the globe, showing you exactly where it's happening. Use the Wii Shop channel to download new channels and more. First, take a look at each of the channels and see what each of them has to offer. Genau, if there's a channel you like, click on Download at the bottom of the screen. If your Wii console is connected to the internet, you can download the channels from the Wii Shop channel. Download complete. Now the channel's ready to use. Beware of hot coffee. WiiWare is a service that offers a unique family of games for Wii, available only from the Wii Shop channel. Ne, wie steht da drauf? Torschen hot, ne? Games, fresh takes on your favorites and much more. Wo steht das drauf? WiiWare games directly to your Wii console. Ja, die Amerikaner brauchen doch immer alles doppelt gekauft. Download complete. Sagte. Ich habe letztens einen Bericht gesehen über den amerikanischen Zugverkehr. Da wird dann vor jedem Halt angesagt, Vorsicht beim Aussteigen, da sind Stufen. Ist aber in Großbritannien auch. Das ist ganz schlimm, ist es in Amerika. Watch your step, guys. Watch your step. Wir sind in der blöden Fähre gefahren. Und beim Aussteigen klappt ja so eine Luke runter, wo man dann halt an Land geht. Ja. Die Luke reibt ja quasi so am Land, am Boden, weil das Schiff ja wackelt. Mhm. Watch your step, guys. Watch your step. Da sind 300 Leute ausgestiegen. Der hat es, glaube ich, 600 Mal gesagt. Watch your step. Watch your step. Please watch your step. Watch your step. Watch your step, guys. Please watch your step. Das ging die ganze Zeit so, damit da bloß keiner sich verletzt, damit die bloß nicht verklagt werden. Okay, cool. Zurück zum Video. Video. Also ich war nur auf dem Internet. To enjoy all of these features, you need to get connected. To get started, go to Wii Options and set up your internet connection. Ja, if siehst you need du mal. More space, you can store and launch your downloaded Wie content ganz blöd, using oder an SD card from the SD card menu. For more information about connecting your ja. Wii to the internet, please visit weißt du, wie das geht, aber gelöscht hast du den immer noch nicht. Das war auch an. Ja, weil er cool ist. Call the customer support line. At 1-800-255. Oh, ruf da mal an. Sollen wir mal probieren? Ja. Who would like to delete this channel? Nein, Mann. Watch again. Yes! Hello! Sie sind Hans from Germany. Alles verstanden? Nein. Nein! Hier, der Q Groko, genau. Please mind the gap between the train and the platform. Immer in England. Und dann, please don't leave unattended luggage. Bla 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 bla. Du sollst kein Gepäck liegen lassen, weil sonst direkt Terroranschlag ist. Ja, MDK2, das ist shit. No, can't do that. Driving the Starship, Beauty. Wir sind aber im Spam. Wir sind bei Excitebox. Yes. Jetzt wird's feurig rot mit Excitebots. Wo ist es? Hier ist es! Die US-Packungen sind Schund. Die sind so dünn, das ist so dünnes Plastik. Das ist furchtbar. Billig, billig.
Man hat auch den Eindruck, das Papier, was die da nutzen, das ist wirklich der beste Regenwald. Nur schlecht verarbeitet. Naja. Du kannst die Video Mode oder das Weeble benutzen. F9. F9. Warum funktioniert F9 nicht? Nein. 9. Muss ich klicken. Schade. Ich kann doch nicht mehr aufstehen. Mein Telefon rastet aus. Hallo? Hallo? Achso, jetzt war jemand da. Almighty, scary Pause. Ah, Excitebots. Awesome. Das ist... Ist das in Japan rausgekommen? Nee, ne? Das ist doch only US, oder? Ich meine ja, darum musste ich mir eine US-Wii kommen lassen. Mann, ist das bunt. Hast du noch andere Spiele für die US-Wii oder nur Excitebots? Wii-Spiele habe ich nur das noch dabei gebundelte Wii Sports. Und ja, ansonsten habe ich richtig viele GameCube-Titel, NTSC. Ah, okay, okay. Genau, das war so mit der Grund. Habe ich ja zum Beispiel das, wie heißt es? F-Zero GX. Dann hast du ja 480p-Modus und so nette Sachen. Was es in der deutschen Variante nicht gibt. Und diesem Spiel haben wir ja schon alleine eine komplette Live-Sendung gewidmet. Da war der RIP damals dabei. Und es gab auch eine Battlezone mit dem RIP. Beim Madcow. So, Cracky bekommt Besuch von der GEMA. Ja, gehen wir einfach mal hier rein. Ihr seht das jetzt gerade nicht, aber ich habe diesen Kameraausschnitt extra so gewählt. Excite Race. Und Difficulty ist Excite. Und bei Gold fehlt mir noch eins auf S-Medaille. Leckere S-Medaillen. Guatemala. Wir versuchen unser Glück. Ich nehme meinen Lieblingsbot, den The Bad. Schon 27 Rennen mitgefahren. Obwohl, ich könnte natürlich auch mal was anderes nehmen, ne? Guck mal, wenn ich die Maus noch einmal fahre, bin ich awesome. Fahren wir mit der Maus. Dann kann ich aber nicht für S-Medaille garantieren. Man kann sich die Farben kaufen, die kosten nur Asche. Guck dir das an, 10.000 Sterne und ich habe mal gerade 3.200. Midnight Blue. Wenn das Spiel zu laut ist, sagt es bitte. Oh mein Gott, eine US-Version. Time Limit. Stars required. 210, Dude. So, das ist das bekloppteste Rennspiel ever. Fuck! Verpasst. Die haben sie schon weggekickt, der Sack. Da gab es gerade nämlich so ein Football Tor. American Football. Fliegen! Schmetterlinge sammeln! Weiß Bescheid! Nice landing! Butterfly Rescue! Tailie Spin! Ah! Oh my! Ah, da ist die geliebte Red Bar.
Ah ja. Habe ich ja noch nie diese Karten. Also ich verkack's gerade. Ah, Bowling, okay. Zwei Pins, super. Final Schlapp. Nein, verkackt. Landen. Oh, Rescue direkt in den Stein. Super. Ja, ich hoffe, der Rip beendet schnell sein Telefonat. Dann kann er nämlich auch was dazu sagen, was hier passiert, weil... Ja, das ist auch ein geiles Spiel. Ja, das ist auch geil. Weil das Spiel erklären ist furchtbar schwierig. Und gleichzeitig noch einigermaßen spielen. Ja, das ist auch nicht ganz so einfach, in dem Hangout das zu verfolgen. Weil das ist nicht ansatzweise so die Qualität, die man die ihr im Stream habt. Aber man kann es einigermaßen live verfolgen. So. Gibt's wieder Bullseye-Action? Daneben. Holy moly, ey. Da steht da eine Palme rum. Die erwische ich natürlich. Bums, platt gemacht. Ab zur Red Bar. Fünf Sterne. Meine Güte, die Red Bar ist so mies. Ja, man muss da echt, man darf da nicht zu schnell rumhampeln und so. Das ist ganz wichtig. Aber wenn du nicht Erster bist, bist du so verkackt. Kriegst du nichts mit. Die Maus ist doof. Ich mag die Maus nicht. Ja, jetzt bist du doch wieder in der... Ich war schon mal besser. Nochmal. Man, flieg! Das war nix. Super Airspin! Der Ball ging auch daneben. Das Ei. Ach, shit. Komm. Ganz vorsichtig hier schön die Schmetterlinge einsammeln. Ich mag diese Hand nicht. Super Bot Smash! Bist du Zweiter, jetzt gehen wir ab. Erster! Zweiter! Baumfriemel! Gibt's das hier eigentlich auch noch? Ja, dann heißt der, der heißt aber Tree Run. Und jetzt passiert! Ich bin überhitzt, ich Idiot! Ich hab nicht aufgepasst. Mann! Hat er alle Pins abgeräumt, der Blödmann da vorne. Letzte Runde, da geht noch was. So, jetzt aber. Ich verkack das. Ich kann das nicht mehr. Da hinten ist auch ein Weg, aber weiß der Geier, was da ist? Warning, warning. Was ist denn hier? Na komm, die packe ich aber. Super Bar Release! Durch die Dinge. Ach, ich mach lieber Drehung, kennst mich ja. Ach, fuck. Du bist aber Erster. Ja, immerhin. Weiter. Bitte. Das geht ab.
Nice landing! Jetzt geht's ab hier! Warning! Sechs Pins, nimm die Flagge mit! Oh, Puls 800. Es wie super. Es wie scheiße. Da draußen entbricht eine läuft flüssig, läuft nicht flüssig Diskussion. Liegt bestimmt an der Tageszeit, behaupte ich einfach mal. Meine VDSL-Leitung wird gerade mit 1,5 Mbit beansprucht. Ich habe 5 Mbit garantiert Upload bis 10. Also ich weiß es nicht. Und der Rechner ist entspannt. Das sind so also ich habe den richtigen Stream im Hintergrund laufen, ja. Ohne Ton. Also das sieht eigentlich recht flüssig aus. Wobei ich es halt auch nicht dauerhaft mitbekomme. Ja. Dann sollte man in der Familie mal fragen, ob der Bruder gerade Pornos runterlädt oder die Schwester Pornos hoch. Gut, dann spielen wir jetzt mal mit der Spinne. Oh. Ich brauche noch was zu trinken. Das ist so aufregend hier. Und auch an den Kevin, mein Antivirus ist deaktiviert, mein geiler Photoshop Elements Analyzer, der sich einfach immer mitstartet, ist auch gekillt. Also, ich weiß nicht. Und man sich nach 10 Minuten fragt, was frisst hier eigentlich gerade so viel Arbeitsspeicher? Ja, genau. Furchtbar. Oder was frisst so viel CPU-Leistung? Du machst nix, 50% auf allen 8 Kernen. Okay. Furchtbar, der muss einfach alles, jedes Video analysieren. Am besten, der will immer das Video analysieren, was du gerade löschen willst. Und Gamma Techno! Oh, jetzt habe ich gar keinen Original-Sound. Ja, kannst du ja kurz anmachen, kannst du genießen. Ja, was ist das? Das Gamma-Level? Das geht aber auch besser bei der Red Bar. Warte, ich mach mal lauter hier. War das chinesische Mauer, ne? Ja, genau, chinesische Mauer, ja. Stangen, mit denen man so um die Kurve kann, die habe ich nie gerafft. Also nie gekriegt. Es ist echt so traurig, dass das Spiel nicht in Europa rauskommt. Auf jeden Fall. Vor allem, das ist doch jetzt. Das ist ja jetzt irgendwie da nicht so was, wo ich sagen würde, das kommt gar nicht raus. Browser macht dort gar nichts. Ach shit, verkackt. Jetzt muss ich zusehen, dass ich wieder auf den Beinen lande. Oh, gerettet. So, weiter geht's. Ah, die Mauer. Da kommt wieder die Red Bar. Meinst du, crazy ist das doch auch nicht mehr. Es hat sich aber auch wie Grütze verkauft in Amerika. Ja, die Amerikaner sind ja auch blöd. Das ist ja auch kein Pio-Spielerland.
Guck doch mal diese ganzen Skylanders Kram da. Was ist da für durchgeknallte Sachen? Und das geht auch wie geschnitten Brot. Tja. Die hätten das eher. Weiß nicht, ob das nicht die Japaner vielleicht sogar angesprochen hätte mit seiner Craziness. Schade, da hätte ich eher den Schraubenschlüssel einsammeln sollen. Jetzt verkacke ich sie auf den letzten Metern oder was. Die Spinne geht ganz gut ab. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Oh, war das knapp. Oh, shit. Aber das ist ja das Problem mit diesem ganzen Nintendo of America. Ach, fuck. Komm. Sieh, zweiter. Gib alles. Finish Track. Ja. Yeah. Nintendo of Groß-Ostheim. War aber nur A-Rang. Das reicht mir nicht. Ich muss nochmal Gabba machen. Warum waren das nur A? Damn. Ich brauch S-Medaille. Es tut mir ja leid, aber... Die sind so crazy, diese Bots. Irgendwelche Käfer und Schildkröten, Spinnen, Fledermäuse. Aber das ist das, was das Spiel ausmacht. Das war bei X-Side-Truck auch immer so. Was? Nur A? Kann ja sein. Hat nochmal gespielt. Achso, wurde das im Chat jetzt bemängelt? Nein. Nö. Ist so, ne? Es muss S sein, weil sonst... Ja. Da hinten ist so eine Bar. Bar. Rakete! Woohoo! Oh oh. Verkackt. Ich spinne einfach in 1000 Teile. Hallo? Da hinten ist ja eine Bar. Wie krass. Ah! Was ging sonst noch wohl lang hier? Sechster. Das sieht nicht gut aus. Das war Super Bar Release. Ah! Voll in die Bäume. Wie nett. Jetzt muss ich mich aber ranhalten. Du musst einen Schwung nach vorne machen mit dem richtigen Timing, wenn halt dein Bot wieder nach vorne ist. Wenn du eine Drehung abwartest, dann wird er deutlich langsamer, aber dann gibt es auch nur noch 3 Sterne anstatt 5. Ah, das ist wieder die Red Bar, da wird das Rennen entschieden, ne, Rip? Oh, shit. Ja, das Hangout ist gerade ein bisschen laggy. Englisch hier so herum. Voll die Bombe. Bombblast. Ah, hinten, ich muss an die Stange. Oh Gott. Ach, shit. Komm. Oh, alles klar. Schon wieder verkackt. Super Airspin 1080, da muss ich direkt an Cool Borders denken. Kennt ihr das? War das auf der PlayStation, oder? Auf der PlayStation 1, ja, das war so cool. Cool Borders 3 war das, glaube ich. Hat so Bock gemacht. Wenn man da mal drin war, ich schaff den Hammer. Früher so drauf abgenerdet. Ah, daneben. Machen wir noch ein paar Drehungen. Komm, fahr doch, Hansmann. Oh, 270 muss doch reichen, oder? Ich
will eine S-Medaille. Yes! Ah. Nee, war schön. Next race. The Governor rocks the race. Platin Cup ist das ja auch. Wollen wir mal zu den Fiji-Inseln? Jetzt darf der Chat entscheiden, Fiji, Kanada oder Guatemala. Statistisch gesehen sagen die Leute immer das, was ich zuletzt genannt habe. China, Fiji, Kanada, Braunkohlebergbau. Fiji, Kanada, Kanada. Braunkohlebergbau. Egal, Fiji, viermal Fiji. Fünfmal Fiji. Und immer Fiji. So. Jetzt möchte ich aber mit dem. Mit der Battle Rank fahren hier. Batman! Einer sagt Brawl. Brawl! Brawl! Der andere sagt Deutschland. Schland! So viel zur Statistik. Ja, nur weil ich es erwähnt habe. Huh? Attacke! Superbar Release! Oh mein Gott, noch eine Bar! Daneben! Da ist ja noch eine Bar. Was ist denn hier los? Ein Tequila Sunrise, bitte. Daneben. Mein Label. Einfach mal alle Bars ausgelassen. Guck mal hier, Ringe. Nur für den Rip. Ich schaff das nicht. Ich bin zu dumm für Ringe. Dann wäre Superman 64 genau dein Spiel. Ja. Ja, ich hab immer... Bei Glide Truck hab ich immer die Ringe gesammelt und der Cracky hat immer so Spins gemacht. Und am Ende hast du immer mit 3 Punkten Vorsprung gewonnen oder so. Das ist mit den Drehungen da nicht hinkriegen. Da musst du Drehungen in der Luft machen, dann wieder an dieses Seil ran und dann von dem Seil noch wegboosten. Das ist... Das habe ich noch nicht wieder raus. Ich bin Zweiter. Ich hab mir den Football wieder weggekickt hier. Schweinerei. Angeln! Turbo Jump! Oh oh! Turbo Jump in die Pampa! Das war zu tief! Also die Red Bar, so schön die ist, ey, die ist so nervig. Ja, diese Soundeffekte. Mann, ich will den ins Tor kicken, du Blödmann! Scheiß Grasshopper da! So, jetzt geht's ab hier. Super Bar Release! So, jetzt Ringe für den Rip. Yes! Yes! Juhu, super Ringe. Super Ring. Oh yeah! Jetzt kommt hier der Super Bot Run. Da musst du so waggeln, hin und her wackeln und gleichzeitig noch lenken. Das ist total crazy. Dann wirst du zum Mac. Dann wird der Bot zum Mac. So, jetzt hier. Field Goal. Schade, daneben. Diese ganzen Minispiele, die ihr hier seht, dieses Field Goal, dieses Elfmeterschießen, da gibt es auch komplett einen Mini-Party-Modus drüber. Oh, jetzt habe ich die. Jetzt habe ich die Rampe verpasst für die Schmetterlinge. Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott. Ich wollte die Rap-Bar auslassen, das ist verboten. Da, Sturm? Stormy Wetter. Oh, fuck. Komm, 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 Elfmeter. Schieß. Tor. Oh. Oh Mann, wird mir schlecht, schreibt der Daniel Z222. Ja, SD-Kartenmodus gibt es ja leider in Excitebots nicht mehr. Und den Standard-Soundtrack von Excitruck habe ich mir ehrlich gesagt noch nie auf die Ohren gegeben.
Jetzt habe ich Fidschi nicht auf S geschafft. Schweinerei. Egal. Machen wir mal Guatemala. Weil die Mucke von X-Side-Truck war, ich weiß nicht, fand ich es auch nicht so schlimm. Also die Originale. Natürlich war das Feature der absolute Knaller. Aber die Originale konnte man sich auch geben. Hab da jetzt nichts Schlechtes in Erinnerung. Ja, ich hab's nie ausprobiert, weil ich da so vorgewarnt wurde. Und SD-Karte natürlich mit eigenen MP3s ist natürlich schon der Bonus, ne? Ja, natürlich, klar. Vor allem, wenn man da mal so ein Setup hat, wenn man sich dran gewöhnt und dann kann man nicht mehr anders. Ich glaube, das X-Hydra ist auch das Spiel, was ich mit Abstand am öftesten mit dem RIP gespielt habe. Ich erinnere mich da noch an unseren Hangout mit Wii Tower damals. Super Bar Release. Oh Gott. Hallo Hand. Wo geht denn das hier lang? Da nicht. Was war das? War der stärker? Schweinerei. Also der Sonnenanbeter hier, der ist irgendwie nicht so, so prall. Oh shit. Aber gerettet. Pieface. Heißen die gar nicht, heißen doch nicht Königsanbeterin, oder? Gottesanbeterin, nicht? Ja, du hast Sonnenanbeterin gesagt, oder? Ja. Kann auch sein, dass ich Sonnenanbeterin gesagt habe. Hallo, dreh dich. Und alles dreht sich, dreht sich, dreht sich. Wer jetzt nicht brennt, nicht springt, der lebt nicht. Ah! Lies Landing. Mann, ist das ein kompliziertes Mäppchen. Wo geht's denn hier lang? Voll der Geheimweg. Holy shit! Tada! Final lap. Wenn man das Spiel hier sieht, dann weiß man, warum die Amerikaner ihre Security und Health Warning in Schwarz-Weiß haben, weil das Spiel so bunt ist. Let up Epilepsy. Ja, ja, du blöde Hand da oben. Bleib, wo du bist. Oh yeah, was geht da? Mach wieder so ein Schwingelinge Ding Ding Dong. Schwingel, 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 Schwingel. Ah ja, so geht das also. Oh, war das knapp. Super Bar Rescue, Release, was auch immer. Alistar. Bam. Dieser Typ. Ringe für den RIP! Darum mache ich immer die Drehung. Oh Gott! Machen die jetzt gleich, jetzt machen die wieder die Augen auf. Das Geile bei diesem X-Side Racing, dass das alles wie ein totales Chaos aussieht, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass man die Kontrolle darüber hat. Ja. Auch wenn es nicht manchmal so jetzt beim Zuschauen nicht so aussieht, aber man hat eigentlich Kontrolle darüber, was man macht. Auf jeden Fall. Das ist das Geile dabei bei dem Spiel. Voll am Regnen. Ja, auf den Fidschis regnet. Wieder nur A-Rang. Auf nach Kanada. Auf den Fidschis mit den komischen feuerspeienden Osterinsel
Kopfformation mit Augen. Ich könnte mir jetzt mal eine andere Farbe kaufen. Wie wäre es mit Schwarz? Kostet 10.000? What the fuck? Und hier, Dracula. Also du brauchst noch ein paar S-Ränge. Und 250.000. Mhm, hast du. Das ist ja wenig. Das ist kurz. Überschaubar. Musst du ein bisschen online spielen, da verdienst du nämlich auch Sterne. Weil das Spiel ja einen Online-Modus hat, mit bis zu 6 Leuten. Hat X-Side-Truck nicht, oder? Nee, das hat ja nur lokal 2 Spieler. So, das ist Very Bunt Kanada. Der Nickman-Fahrt wird eigentlich online gespielt, wenn wir bei Mario Kart oder Smash Bros. Ankommen. Bei Mario Kart auf jeden Fall. Bei Smash Bros. Puh! Ich weiß es nicht. Dreimal herum und weiter geht's. Ah, schöne Bäume. Spin, spin, spin. Mitten in die Bäume rein. Links. Yes. Ach, shit. Super Tree Run. Baumfrevel. Wer hat das übersetzt? Oh, oh. Da geht's nicht lang. Oder doch? Wir gucken mal, wo wir hier langkommen. Über die Berge. Eigentlich fliegt man da durch so einen Tunnel. Durch so einen gelben Pseudotunnel. Level broken. Baseball! Home Run! Drehen und Ringe, das wär's. Heimgerannt. Nach Hause gerannt. Was ist da? Yes! Der Pau! Aber ich habe leider einen Baum mitgenommen. Bin ich unbesiegbar und hab extra Turbo Speed. Der Pau-Block. Der Pau-Block. Bot Smash! Ah, da kommt die Wand. Spielst du heute auf Excitebike? Excitebike! Auch so ein Spiel, wo man 3 Millionen Credits braucht, um eine Farbe freizuspielen für sein Moped. Also haben die schon was gemeinsam, die Spiele. Also ich hatte ernsthaft drüber nachgedacht, wenn am Ende noch ein bisschen Zeit ist, dass wir noch eine schöne Online-Runde Excitebike World Challenge mit 2 Glücklichen aus der Community anwerfen. Ich denke mal, der RIP wird sich das wahrscheinlich nicht nehmen lassen, damit zu zocken. Wenn die Zeit es hergibt, ja. Aber mal gucken, wie wir so durchkommen. Nice Landing, Super Airspin. So, jetzt hier, Field Goal. Ach, verdammt. Hey, ich werde angenagt. Hallo? Ist wieder dieses Taro-Band da. Autsch, das war die Baumkrone. Baumfrevel. Baumfrevel. So, wieder Power-Action. Komm, Super Tree Run hier. Yes! Haha, der war nice. 37 times! Bitch! Need something to drink. Nichts mehr drin. Es gibt für mich ausdrücklich keine Gläser oder Becher, die groß genug sind. Wenn es um Wasser geht. Wasser. Ist der First Try. First Try Siegfried. Cup completed. Get an S in every track to unlock Super Excite. Damn. Red Bar. Practice 1000. The scene is now available to appreciate in the collection. D
the scene. Mhm. Will man das? So, Ergo heißt das. Ergo. In der Schule habe ich alles geschafft. Auf Bronze habe ich auch alles geschafft. Zurück. Auf Silber habe ich alles geschafft. Auf Gold habe ich alles geschafft. Auf Platin fehlen diese zwei blöden Ränder. Eigentlich schade, dass ich Gabashina schon geschafft habe. So müssen wir nochmal nach Guatemala. Es tut mir ja leid, aber ich muss das jetzt schaffen. Kauf dir eine schöne Glasvase. Ah, sehr guter Vorschlag, Kroko. So ein Riesenglas. Wie unser Sektglas bei der Fünfjährigen. Wie beim Fünfjährigen von Ravioli. Das kleine Sektglas. So, Fußball spielen. Dammit, nicht erwischt. Dann fahren wir halt innen lang. Uah, ein Baum. Kauft schon mal ein Baumrad. Versi, wie sieht's bei dir eigentlich aus? Bist du Exciting auch unterwegs oder hast du keinen? Leider nein. Leider nein. Okay. Ich hätte mir ja echt in den Hintern beißen können, als sie das Excite Truck seinerzeit für 15 Euro bei Amazon hatten. Massenweise. Weil meine Version, die wurde ja ungeschickt geöffnet von dem Lagermitarbeiter in dem Geschäft, in dem ich damals noch angestellt war. Und der hat nämlich an der Seite das Cover aufgesäbelt. Ah, fuck. Beim Auspacken. Und ja, dann hätte ich mir gerne noch so eine tadellose Version geholt, weißt du? Und jetzt kriegst du es nur noch für richtig Asche. So, Ringe für den Rip. Nein. Ich habe das auch schon lange nicht mehr irgendwie im Laden gesehen. Wird das überhaupt noch verkauft? Nee. Bessie? Ja? Nee. Wird es nicht. Also das ist ja das Problem, das große Problem bei der Wii, wenn jetzt Leute damit wirklich noch irgendwie liebäugeln sollten, im Geschäft gibt es größtenteils nur Schund. Den ganzen guten Titel, ja. Voll die Abkürzung hier. Die ganzen guten Titel, die gibt's halt einfach nicht mehr zu kaufen. So, neu. Und woher will man wissen, unter 500 Partyspielen, welches denn überhaupt was taugt? Beziehungsweise, wenn man mal was Ernsthaftes zocken will. Und selbst wenn es so ein abgedrehter Scheiß ist wie das hier, das ist für mich ein gottverdammtes Hardcore-Spiel, um es so zu sagen. Ich benutze diese Bezeichnung nicht gerne, aber hier geht die Post ab. Da musst du irgendwie reagieren und Spaß haben und scheißegal, dass es bunt ist, dass es abgedreht ist. Hier geht's ab. Naja, bunt bedeutet ja auch nicht schlecht, ne? Was sagst du? Ich sag, bunt bedeutet ja nicht automatisch schlecht. Genau, aber es gibt ja viele, die das gleich damit assoziieren, ne? Ah, bunt Kinderspiel. Ab in den Abgrund. Setz mich doch zurück, du Hans. Toll, wo soll ich jetzt langfahren? Hier hoch? Okay. Ich bin Vierter und es ist die zweite Runde. Das wird wohl nichts mit S. Da hinten sind sie. Oh shit. Ach, Super Tree Run. Ich glaube, fast den kann ich abbrechen, den Versuch hier. Na, wir gucken mal. Kommt noch die Red Bar. Mach die Augen auf! Oder auch nicht. Ach, Mist. Ja, super. Da bringt's mir auch nichts, wenn ich versuche, richtig zu landen. Hast du nice air und das war's. Aber erster. Komm, 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 zieh. 270 hatte ich vorhin schon, oder? Ich glaube, ja. Nein! Nein, hatte ich nicht. Das war woanders.
Das war woanders da. Der Madcow ist gegangen, oder wie war das? Der kommt aber bald wieder, oder wie? Fehlen noch die Fidschis. Soll ich mal mit dem Ladybug probieren? Oh yeah, aber in Rot. Der Marienkäfer. In Ladybug Red oder in Berry Red? Lieber Chat. Ladybug oder Berry? Wo ist Berry? Was war ein Bersirot? Bersirot. Sunny Katja sagt Ladybug, der Nickmann sagt Barry. Der Daniel Z sagt KP. Barry, kauf Waldgrün. Bersi. Red. Ladybug. 2 für Ladybug, 2 für Barry. Der nächste entscheidet. Das Rot oder das Rot? Links neben Barry. Lady! Woohoo! Ladybug Red. Zu spät. Wie viele Zuseher haben wir eigentlich? 2000. 103. 103. Ja, herzlich willkommen hier zum Sonntag Entertainment bei Ravioli. Wer uns nicht kennt, www.ravioli.de. Verrückte Leute beim Zocken mit ehrlicher Meinung und Spaß am Spielen. Ach, das ist die Strecke hier, wo man am Anfang so abgehen muss. Geht voll ab hier! Wir sind die deutschen Erfinder des Let's Plays, nur wie bei uns heißt es, durchgezockt. Zickst. Ja, ja, ja. Ubit! Oh yes! Skaten! Song! Was zur Hölle? Das haben wir jetzt bisweilen noch nicht gesehen. Komm jetzt, Field Goal. Bam! Yes! Nice Field Goal. Ach Mist. Ja toll, dann wirst du da angesäppt, wenn du da reinläufst in die Red Bar. Das ist ja echt nicht nett. Die Leute denken, das hier wäre die DSDS-Show und du wärst Dieter Bohlen. Ich bin Dieter Bohlen, warum? Weil ich mich gerade nochmal vorgestellt habe. Super Red Bar Release. Ey, du musst sagen, das ist auch echt duftig hier, wie du so spielst. Ne? Echt duftig, ne? Also, weißt du, Scheiße kann ich besser spielen, sag ich dir. So, was da? Rippringe! Ringe von dem Ripp! Ja! Super Hering! So, da unten langlaufen war schön, aber gucken wir mal, was hier oben ist. Ein Berg! Super Airspin! Ja, ihr habt schon festgestellt, es geht hier nicht rein um die Platzierung, sondern um Sterne. Da hat mir jemand das Field Goal geklaut! Schweinerei! Ich laufe heiß. Shit. So, über die Rampe und jetzt Schmetterlinge sammeln. Das ist super sensitiv hier. Man muss halt irgendwie auch Schwung nehmen. Mist, abgestürzt. Toll. Das sieht nicht gut aus. Alter. Oh. New Super Mario Bros. U ist so verdammt schwer. Ja, ist es das. Ja, wie weit bist du denn? Ich bin nicht so weit.
Ich bin gerade im... Ich glaube, ich bin gerade durch den Limonadendingens. Glaube ich. Ich muss es leider nochmal probieren. Ich will ja niemanden quälen, aber ich brauche 275 Sterne. So, hier. Von Start weg gleich weg. Aus dem ersten Kurve-Crash rausgehalten. Ringe sind schön, aber drehen ist bei mir schöner. 1080 Spin! 1080! Komm, 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 komm! Da ist dieses Song, da musst du dann noch mal nach oben waggeln, da. Alter Schwede! Boing! Nice Field Goal! Fisch. Frag mich, was, wo ich da anhalten muss. Im roten Bereich oder so? Ich habe keine Ahnung. Da kommt die Red Bar! War ja mal super, die Red Bar. Hier ist schlechtes Wetter. Fußball. Nein, daneben, ich Idiot. Attacke auf den S-Rang hier. Da verliere ich immer Speed, wenn ich diese Drehung mache an der Stelle. So, jetzt hier wieder durch die TNT-Fässer rennen. Ach, wenn du da einfach nur durchrennst durch die Bäume, kriegst du keinen Freerun, ist auch dumm. Egal. Jetzt kommt wieder Field Goal. Och, tolle Mauer, super Mauer, echt klasse Mauer. Ast rein, diese Mauer, echt. So, was gibt's da wieder für ein Geschenk? Jetzt wieder angeln. Rot! Great Fish! Geht doch! Also rot. Okay, jetzt wissen wir das. Und ich wurde überholt, weil ich dabei ins tiefe Wasser gefallen bin. Wie die alle am Angeln sind. Das ist so Banane. Oh mein Gott, da kommen die Bäume! So, Red Bar, jetzt gilt es. Yes! Zieh, Ladybug! Fuck, ich wurde angesäppt! Fahr doch! Ah! Dritter. Gib Gas! Oh, es reicht nicht! Drei Sterne! Damn. Ah, Puls 800. Anderer Bot schreiben sie. Wir probieren es mal mit einem anderen Bot. Senden. Send a replay challenge to a wee friend. Okay, welchen Bot sollen wir denn nehmen? Sollen wir wieder meine Bat nehmen? Ich glaube, ich nehme die Bat. Können wir auch den Hummingbird kaufen. Was ist das, ein Kiwi-Vogel oder was? Ne, was ist denn das? So ein Spitzennäschen. Crashhopper wird hier geschrieben, Batman. Ich gönne auch den... Oder? Bitte? Kolibri, oder? Kolibri, genau. Kolibri, meine ich ja. Hummingbird. Den Kohlrabi. Die Crab, auf die spare ich ja eigentlich, weil die auch so cool aussieht.
spüren Sie es, Mr. Krabs. Kolibri, Singvogel, Batman, Grasshopper. Komm, ich nehme meinen geliebten Batman. In Bad Purple. Nimm Kartoffel. Nimm Kartoffel zu Maul. Halb fünf, ey. So, los geht's. Stars required 275. Ach, macht das Spaß, auf so einer Glotze zu spielen. Ah, hab ich das lange nicht mehr getan. Whoops! Hat funktioniert. Super Bar Release! Damn it, Ringe! Herr der Ringe! Herr der Ringe! Hätte ich mich auch nochmal drehen können jetzt. Aber jetzt laufen wir hier durch die Bäume, komm. Song! Was auch immer das bedeutet. Du kannst da irgendwie so Noten einsammeln. Wir machen die Blablabling. Ach man. Mit dem Hummingbird hatte ich keine Probleme, das Ei zu treffen. Oh Gott, an der Angel vorbei. Das ist aber schlecht. Müssen wir driften. Five Star, Lone Star, Whoever Star. Ich spüre so ein leichtes Zucken im rechten Arm. Bei jeder Red Bar. So, jetzt. Go! Shit! Daneben. Oh oh. Das sind viele Sterne, die mir jetzt durchgehen. So ein Mist aber auch. Da hinten ist ja ein alternativer Weg. Oh, auch noch den verkackt. Ich jetzt noch hier die neuen Sterne her. Jetzt macht der natürlich vor mir das Field Goal, das war ja so klar. Ich will angeln! Great Fish! So, jetzt heißt es nur Erster werden. Zieh! Och, overheated. Hier krieg ich welch geblitzt. Du fragst dann eher, was du willst. Das hab ich eine Sahnetorte. Also, nee, das will ich nicht. Wuhu! Der Rip hat eine Torte. Der Rip kriegt eine Torte und ich hab gewonnen. Ich hätte es beinahe ohne den ersten Platz geschafft. Ich kann vorne und hinten gleichzeitig. Also. Rip, man hört dich. Du hörst uns zwar nicht. Schnauze. Was geht denn da ab? Schnauze. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Ist das der Riff? Vielleicht ist dein Bruder da. Okay. Ja. Lacht dann, weil die merkt, dass das Spaß ist. Und so wie... Oh Scheiße! Was ist denn da los? Leute, ich mach's, der ist leise, bevor hier gerade irgendwas passiert. Hinter der Kamera, ja. Guck's mal den Abspann an hier, ey. Oh Mann.
Holy shit, die Musik ist von Metroid Prime, Mann! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Oh, hier fällt alles runter. Was ist denn da los? Was ist denn jetzt hier passiert? Es wundert mich ja ehrlich gesagt, dass nichts runtergefallen ist, als ich hier ihr Active gemacht habe, aber jetzt muss natürlich alles auf einmal fliegen. Der Wii U Gamepad Ständer taugt nicht zum Festhalten. Ey, was ist denn da los? So, was ist noch umgeflogen? Ach ja, so, ich hole mal das TS zurück. Ich hoffe, da ist jetzt nichts passiert. Hallo? Hallo? Hat sich das jetzt aufgeklärt? Nee, hat sich's nicht. Oh Gott. Ruf mal jemand den RIP an. Ja, warte. Warte, Mama. Ich mach mich schon mal leise. New bots can be unlocked. New mode unlocked. Super excited. Hell yeah! Race and hard difficult level. Dann gibt's dann auch wieder alle Cups und den Crystal Cup. Alter Schwede, cool. Wir müssen jetzt natürlich nochmal gucken, was es hier für Bots jetzt gibt. Machen wir nochmal ein Super Excite-Rennen in Mexiko, da waren wir ja noch nicht. Und ich denke, dann soll es auch gut gewesen sein. Oha! Das ist ja cool, das ist voll der Skorpion. Was wird das wohl sein? Das sieht aus wie eine Wespe oder sowas, kann das sein? Und was zur Hölle ist das? Das ist auch eine Krabbe, oder? Krabbe Deluxe. Das kann alles sein. Eine Ameise. Das wird eine Ameise sein. Unlocked at Lifetime. Was ist das? Salamander oder sowas? Also da gibt's doch richtig crazy, crazy stuff. Hummer. Hummer, sagt einer. Ja, genau, Hummer. Das wird ein Hummer sein. Hammer. Siehst du, und ich spare auf die Krabbe hier. So ist das. Soll ich mir jetzt mal den Tausendfüßler kaufen? Ne, komm, ich kaufe mir mal den Kolibri. Ka-ching! Bird Violet, Midnight Blue, Lemon Yellow, Berry Red. Das ist wieder Berry Red. Jetzt nämlich Berry Red. Happy Wheels. Ich kenne Happy Meals. Happy Wheels ist großartig. Schreibt der Andi. Schule Mexiko. Also ich vorhin erwähnt hatte im Abspann, bevor irgendwie beim RIP alles zugrunde ging, dass der Kenji Yamamoto auch hier die Musik gemacht hat. Der Mann hinter dem unglaublich großartigen Soundtrack von Metroid Prime 1 und 2. Bei 3 war er nicht mehr alleine dafür zuständig, das hat man leider auch gemerkt. Ja, der hat da super Arbeit geleistet. Bei Excite-Rug lässt sich sicherlich drüber streiten. Jetzt habe ich keine Gegner für diesen Hammer. Bei Excite-Bots, ja, ist es okay, was er da abgeliefert hat. So Gabba-Techno und so, ne? Ich glaube, so ein bisschen leise. Oh, lauter. Weiter. Oha. Wrong way. Press A to reset. Oh, mal gucken, ob wir hier auf Super Excite eine S-Medaille schaffen. Tada!
verberge jetzt gerade das Turbo-Ding, aber naja gut, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur ein Rennen. Tambourine! Nice Tambourine! Dum, 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 dum. Bam! Ja, rechts und links hätte es 5 Sterne gegeben im Paket. Terraforming! Und auf geht's! Schöner Himmel! Diese Excite-Spiele, die zählen auch optisch mit zu den deutlich besseren auf der Wii. Im Ziel! Und ich glaube, das werde ich mal wieder öfters spielen. Rip der Mörder ist aber nur der Rip, schreibt der Kevin. Yes! Give me an S! Kaching! Ah, schön! So, ich höre mal wieder in Skype rein. Hallo? Hallo? Ist jetzt alles gut? Ich rede mir hier die ganze Zeit mit Wolf und du hörst gar nicht zu. Nee, ja, ja, geht ja nicht. Geht ja, ja leider nicht, ohne dass die Leute da draußen das hören. Tut mir leid. Ja. Das kannst du nochmal mit Wolf reden. Oh, nö, jetzt nimmer. Oh. Nee, den RIP habe ich ruhig gestellt. Ah, danke. Hättest du aber auch selber machen können. Hättest du einfach muten kaufen müssen. Ja, gut, dann aufstehen und so, ne? Und ja, naja, gut. Ach, guck mal, da ist mein Lifetime-Sterne-Konto. 21.000 habe ich schon gesammelt und dann schalte ich entsprechend die anderen Dioramas. Was zur Hölle? Ich habe ein Red Bar Diorama, was ich kaufen kann. Am Jam, lecker Kuchen. Ja, am Jam. Wir haben uns gerade irgendwie über die Dialoge gewundert, die da geführt wurden, und darum haben wir dich gemutet. Ja, ich habe Kuchen gebracht bekommen. Okay. Wollt mit Obst, was kriege ich so? Mit Sahne und so. Kann ich gleich wieder EA Active machen hier. Genau. Icons. Kannst du Icons freischalten, wahrscheinlich für den Online-Modus. Guck mal, was die kosten. Wie viel willst du denn dieses Spiel spielen, bitte? Wobei so ein Smiley natürlich geil ist. Ja, Endgame-Content, ne? Ja, ja, volles Programm. Die haben da richtig alles gegeben. So, wir machen eine kleine Umbaupause. Umbaupause. Und hören uns dann und sehen uns dann glisch wieder. Einmal hier gedrückt. Hallo, ich lebe noch. Ich hab gerade irgendwie alles runtergeworfen auf einmal. Ja, Umbaupause for the win, aber da hat der Madcow schon das Patent für beantragt, also muss ich es anders nennen. Anders da nennen, bis gleich.